Hallo und herzlich willkommen. Heute ein zweites Video zum Thema Welpe. Ich habe heute die kleine Ganja hier und möchte gern mit ihr so erste Übungen machen. Wir werden versuchen, so eine Art Handtarget, also das Handtarget aufzubauen. Klicker habe ich heute noch nicht dabei. Ich möchte einfach erstmal, dass sie lernt, der Hand zu folgen, natürlich mit Leckerli drin. Das sind so erste Grundsachen, die wir jetzt aufbauen wollen, die uns natürlich für alle weiteren Übungen mal später helfen. Also das heißt, wenn es darum geht, Dinge wie Sitz und Platz und generell so diese Bewegungssachen, dass man sich den Hund an ein linkes oder rechtes Bein locken kann. Für all diese Dinge brauchen wir dieses Handtarget oder es ist relativ hilfreich und nützlich oftmals. Am Anfang ist ja immer das Problem, dass so ein junger Hund die Konzentration eher schlecht halten kann. Also es kommt natürlich ganz auf den Hund an. Es gibt Hunde, die können das von klein an besser und andere, die lassen sich schneller ablenken mit allem Möglichen. Bei ihr war es jetzt so, sie ist schon relativ gut auf Futter, also mit Futter gut zu motivieren. Das kann man jetzt schon so sagen. Die Konzentration allerdings und diese Bewegung auf die Hand, da war sie doch dann sehr schnell immer noch abgelenkt. Und das probieren wir heute einfach weiter zu fördern. Wir haben die Ganja von ihrer Züchterin zusammen mit der Schwester zu uns geholt, weil das ja so ein wahnsinnig großer Wurf war von 10 Welpen und mit 13 Wochen immer noch 7 da waren. Wir versuchen natürlich jetzt für die kleine Maus ein passendes Zuhause zu finden. Aber bis dahin müssen wir natürlich schon ein bisschen was mit ihr machen. Deswegen ist sie ja auch hier, dass sie einfach ein bisschen individueller gefördert wird. Das kann man natürlich mit insgesamt 7 Welpen in dem Alter dann schwer ableisten. Sie kennt natürlich auch schon viele Dinge. Das Autofahren zum Beispiel. Sie kam ja nun von Hamburg bis hier zu uns nach Dresden. Das hat sie wunderbar gemacht. Da hat sie sich sehr gut dran gewöhnt. Dann haben wir mit ihr natürlich auch schon ein bisschen angefangen, an Leine, also mit Leine zu laufen. Jetzt ist sie schon sehr konzentriert, da gebe ich ihr schon mal eine Belohnung. Genau, Stubenrein haben wir sie eigentlich so gut wie 100%, muss ich ganz ehrlich sagen, das lief sehr, sehr gut. Wir haben natürlich hier die Möglichkeit, dass sie auch unheimlich viel im Garten sein können, alleine rein und raus gehen können. Und dadurch ist es einfach so, dass die wirklich von klein an das auch genutzt hat und hier bei uns selbstständig zum Geschäft machen immer rausgeht. Das finde ich natürlich sehr schön. Dann haben wir schon Kühe getroffen. Unsere Ponys, die hier immer vorbeiwandern, kennt sie schon. Unseren Kater, der ja auch bei uns hier ein- und ausgeht. Jetzt ist die Konzentration wieder weg, genau. Ja, genau, das ist das, was ich eigentlich jetzt so probieren möchte. Ich möchte jetzt, dass sie die Konzentration auf die Hand hält, während ich den Kopf nach links und rechts. Ja, super. Und sie trotzdem an der Hand bleibt. Ich hatte das, wie gesagt, schon ansatzweise mal versucht. Und da ging das noch nicht so wirklich. Jetzt ist die Konzentration schon länger da. Jetzt macht sie schon die Bewegungen besser mit einfach. Können wir dann auch mal solche Sachen machen. Genau nach vorne locken, ins Steh. Einmal im Kreis. Sehr gut. Diese Bewegungsabläufe sind natürlich auch immer für die Motorik relativ wichtig, finde ich so. Also diese ganz einfachen Übungen jetzt erstmal, dass der Hund sozusagen sich im Kreis drehen kann. Ich fange dann auch mit den Welpen immer schon an, sowas wie Rückwärtslaufen zum Beispiel. Das ist ja in der Natur jetzt eher, ja, das wird jetzt nicht ständig abgefordert von den Tieren. Aber es ist immer gut, wenn sie es können. Weil das sind wir wieder bei dieser ganzen Hinterhandkoordination. Jetzt haben wir immer fleißig Sitz geübt fürs Foto machen. Ne? Da geht sie jetzt immer schon schön. Ja, super, das war prima. Da haben wir uns ganz am Anfang sehr schwer getan, aber das klappt jetzt einwandfrei. Sehr schön. Wieder ins Steh, genau. Sie kann die Konzentration jetzt schon ganz gut halten, das ist wunderbar.
Das ist eben auch einfach wirklich eine Übungssache. Fein, prima machst du das. Am Anfang bin ich immer mit der Kommandogebung relativ sparsam. Wir haben die Bewegungsabläufe noch nicht so sehr oft geübt, um nicht zu sagen, so gut wie gar nicht. Und deshalb ist es einfach so, dass ich jetzt erstmal gucke, wie macht sie die Bewegungsabläufe. Und wenn das fließend funktioniert, dann kann ich natürlich auch die Kommandos Platz mit einfügen. Sitz. Fein. Super. Platz. Fein. Immer noch zeitgleich, damit sie erstmal die Verknüpfung herstellt. Sitz. Gut gemacht. Brav. Ganz super. Fein machst du das. Es ist an und für sich eine sehr, sehr liebe, tolle Maus. Natürlich, es ist ein junger Hund. Man hat hier noch alle Möglichkeiten offen. Sie ist agil. Was ihr richtig dolle liegt, sind solche Balanciersachen. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal ein Video drüber machen. Wir waren gleich am nächsten Tag, als wir sie geholt haben, draußen bei uns. Wir haben ja so ein, das schön hier in der Natur, Wald und Bach und Baumstämme. Und da war sie richtig verrückt auf diese Baumstämme. Also da ist sie immer drauf und auch schon dann versucht, da sich hochzuhangeln. Und wahnsinnig gute Hinterhandkoordination, also für das Alter, fand ich sehr beeindruckend. Also das ist so eine kleine Balanciermaus. Auch sowas wie zum Beispiel Tunnel, Agility-Tunnel. Die großen, dunklen, also ich meine jetzt noch nicht mal die kleinen Welpentunnel, die Stofftunnel, das kannten sie von der Züchterin her. Aber selbst die 6 Meter langen Agility-Tunnel auf dem Platz, da sind sie einfach durchgerannt. Das fanden sie ganz toll. Platz. Also ich denke auch gerade für den Sport, das ist jetzt auch der Grund, warum wir uns die Schwesterhündin, die Gin, jetzt doch entschieden haben, nach langer Überlegung die zu behalten, ist einfach, weil die das so toll jetzt schon anbietet. Und von daher, fein machst du das, denke ich, dass die sich auch für die ganze Sportschiene, es muss ja nicht unbedingt Agility sein, es kann alles Mögliche sein, aber es sind auf jeden Fall Hunde, die gerne auch was machen wollen. Jetzt kriegen wir das sogar schon, fast, ich wollte es gerade sagen. Ja, super, gut. Fein, mit dem Rückwärtsgehen hin. Ich komme mal ein Stück nach vorne, sonst klappt es mit der Kamera nicht. Genau. Ich belohne immer. Sie bietet mir jetzt, also ich bewege die Hand nur minimal, Zentimeter für Zentimeter nach hinten. Versuche Kopf und Rücken eine Linie zu halten. Sie macht einen Schritt, gibt es direkt das Leckerli. Vorhin ist sie noch permanent in Sitz gegangen. Jetzt hat sie schon verstanden. Ja, ich sag's gerade, ich lock sie mir wieder ins Stehen. Sie bietet mir wieder einen Schritt an. Nur durch dieses Minimale nach hinten. Also wenn es geht, immer nicht zu viel, weil sonst wird sie dann gleich wieder ins Sitz gehen. Das ist immer für mich das Zeichen, ich war dann schon einen Zentimeter zu schnell. Genau, auch seitwärts gehen. Auch so, also das ist auch eine super Übung für später. Ja, prima machst du das. Also an und für sich sind das einfach erstmal so ganz einfache Sachen, die aber in dem Alter für so einen Welpen nie verkehrt sind. Wie gesagt, auch dieses Drehen. Prima, ja, super. Oder eben, was ich vorhin angedeutet habe, wenn ich jetzt auch draußen mit ihr laufe schon, es ist ein junger Hund, aber was ich immer ungünstig finde, ist, wenn die dann so vor den Füßen sind. Und ich kann mir die jetzt schon mittels dieser Aktion wunderbar an das jeweilige Bein draußen, wo ich sie haben möchte, holen, ranlocken. So, ich achte wieder immer darauf, dass sie schön parallel zu meinem Bein stehen relativ, weil die Welpen jetzt immer das Problem haben, du läufst mit denen los und du hast immer einen irgendwie vor den Füßen und stolperst drüber. Und da war das jetzt schon ganz hilfreich, dass ich die jetzt sozusagen mittels dem Leckerli mir schon immer wieder so an die Seite ransortieren konnte, je nachdem, wo ich sie haben wollte. Und die einfach dann so parallel am Bein stehen und dann mehr oder weniger
auch schon von selber dann diese Position eingenommen haben. Weil sonst ist es einfach unheimlich schwierig, wenn du mit einem Hund gehst, du stolperst immer drüber. Jetzt bietet es mir schon wieder von alleine an. Das Schöne ist eben immer an diesen jungen Hunden, dass die das alles relativ schnell aufnehmen, wenn man es so von klein an macht. Das ist immer Wahnsinn. Man kann in diesem Alter so wahnsinnig schnell den Grundstein legen für das eigentliche Leben. In dem Alter ist das alles noch so einfach und so unkompliziert auf eine gewisse Art. Na, wenn sie dann anderthalb sind, ist es alles doch ein bisschen schwieriger, einfach weil sie dann auch größer sind. So, genau, kannst dich nochmal sitzen. Super, fein. Platz, brav gemacht. Ja, also wer sich für die kleine Maus begeistern kann, der kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn Sie ein tolles und möglichst auch zeitnah vor allen Dingen schönes neues Zuhause finden würde, wo Sie sozusagen auch wirklich Ihren, ich sag mal, Ihrer Eignung nach auch gefördert wird oder dem, was ihr so Spaß macht einfach. Ne? Es ist natürlich mit zwei Welpen nie das Optimale auf lange Zeit gesehen. Also die braucht schon jetzt einen eigenen Besitzer, der da noch viel, viel mehr mit ihr machen kann. Wäre auf jeden Fall schön. Wir würden uns freuen. Wir danken fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bald wieder mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.